Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass Sie trotz herrlichem Wetter so zahlreich hier sind. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird ein interessanter Abend, weil ich zwei unglaublich interessante Gäste hier bei mir habe. Wir hätten eigentlich eine Einführung erhalten sollen vom Collegium Helveticum, doch leider hat auch die Corona-Pandemie zugeschlagen. Deswegen erlaube ich mir, mich selbst vorzustellen und nicht wie angedacht durch einen Dritten. Mein Name ist Linda Schädler und ich leite seit 2016 die grafische Sammlung ETH Zürich, die ja auch zusammen mit Collegium Helveticum zu diesem wunderbaren Anlass eingeladen hat. Wer sie noch nicht kennt, ganz kurz, wir besitzen rund 160.000 Werke auf Papier und sind damit eine der größten und wichtigsten Sammlungen ihrer Art in der Schweiz. Diese Sammlung repräsentiert auf einzigartige Weise die Geschichte der Druckgrafik vom Einblattholzschnitt bis zum Digitaldruck und umfasst Werke von Künstlerinnen und Künstlern wie zum Beispiel Albrecht Dürer, Rembrandt, Francisco de Goya, Pablo Picasso, Andy Warhol, Louis Bourgeois oder Sylvia Bächli. Große nationale und internationale Namen sind ebenso vertreten wie junge Kunstschaffende. Mir selbst war es von Beginn weg sehr wichtig, dass wir Teil der ETH sind, als grafische Sammlung ETH Zürich. Und es ist mir sehr viel daran gelegen, einerseits die Sammlung durch Ausstellungen, durch Veranstaltungen einem breiten Publikum zu öffnen, aber auch Fuß zu fassen innerhalb der ETH. Das bedeutet, dass wir immer mal wieder, wenn es Sinn macht, auch interdisziplinäre Projekte angehen, dass wir mit Forschenden der ETH, aber auch der anderen Universitäten in Kontakt treten und gemeinsam Ausstellungen organisieren. So habe ich zum Beispiel letzten Herbst eine zum Thema Gesims in Kunst und Architektur organisiert oder wir arbeiten im Vermittlungsbereich zusammen etc. etc. Deswegen ist es auch so schön, dass wir jetzt hier wieder an einer Stelle, an einem Ort sind, wo eben auch dieses Trans- und Interdisziplinäre so groß geschrieben wird. Und es freut mich sehr, hier heute Abend mit Ihnen zu sein. Kurz, dass Sie mich situieren können. Ich habe vor meinem Beginn an der grafischen Sammlung, war ich Postdoc an der ETH Zürich bereits einmal, und zwar am GTA, Geschichte und Theorie der Architektur, auch am Lehrstuhl für Gegenwartskunst der Uni Zürich. Habe, bevor ich meine Dissertation verfasst habe, im Kunsthaus Zürich und im Kunstmuseum Basel gearbeitet. Ich habe auch Germanistik studiert, nebst Kunstgeschichte, weswegen mich natürlich Kafka in seiner künstlerischen genauso wie in seiner literarischen Ausprägung sehr interessiert und auch diesen Text-Bildbezug, über den wir sicher dann auch sprechen werden, interessiert mich sehr. Dann ist es mir auch eine große Freude, Ihnen Bénédicte Savoy vorzustellen. Nun ja, man muss sie nicht mehr vorstellen, aber trotzdem. Sie ist die Leiterin des Fachgebiets Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität in Berlin. 2016 bis 2021 hatte sie zudem eine Professur am Collège de France in Paris für Kulturgeschichte des künstlerischen Erbes in Europa vom 18. bis 20. Jahrhundert inne. Gemeinsam mit dem senegalesischen Wissenschaftler Felwin Sarr erstellte sie 2018 im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron den Bericht, ich zitiere, über die Restitution afrikanischer Kulturgüter. Bestimmt haben Sie davon gehört. Sie ist zurzeit Gast an der ETH und Senior Fellow am Collegium Helveticum. Für ihre Forschung und ihre akademische Lehre erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, zum Beispiel der 2016 verliehene Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie ist auch Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, also auch hier ein Link zur Dichtung genauso wie zur Kunstgeschichte, sowie in diversen wissenschaftlichen Beiräten und Gremien. Zuletzt erschien ihr Buch, viele haben es bestimmt gelesen, mit dem Titel Afrikas Kampf um seine Kunst, Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Bénédicte Savoy schätzt, wie sie selbst mir erzählt hat, die Vorzüge der geisteswissenschaftlichen Lehre und Forschung an der Technischen Universität in Berlin sehr, denn dort gehören Experimente und kollektive Arbeit zum Selbstverständnis der intellektuellen Arbeit, was gerade bei den Themen, die Frau Savoy beschäftigen, sehr förderlich ist, zum Beispiel auch das Scheitern von Experimenten. Diese Themen haben weniger mit Kunstwerken und Kunst an sich zu tun, als mit dem Umgang von Menschen
individuell und kollektiv mit ihnen. Also mit dem Sammeln, dem Rauben, ins Museum stecken, untersuchen, fälschen von oder auch Geld machen, handeln mit Kunst, vor allem im 18. bis 20. Jahrhundert. Das heißt im akademischen Jargon um Elemente einer Kulturgeschichte von Kunst und Museen. Sie hat sich zuletzt zunehmend mit dem Kulturerbe Afrikas in europäischen Museen seit der Kolonialzeit befasst, worauf auch die erwähnte Publikation Beispiel dafür ist. Einige von Ihnen waren vielleicht vor einer Woche an der Tagung Translokation und Restitution zum Umgang mit sensiblen Sammlungen. Damals war Frau Savoy eine der Panelistinnen und es freut mich sehr, Sie heute hier zu haben. Und ich möchte, bevor ich Herrn Kilcher vorstelle, Sie gerade fragen, was Sie denn an den Zeichnungen von Franz Kafka so sehr fasziniert und interessiert hat. Ja, vielen Dank. Ich frage mich, ob das die Zeichnungen von Franz Kafka, die mich fasziniert haben, oder das Buch von Andreas Kilcher. Und ich würde sagen, das ist das Buch. Denn hier sind es eben nicht nur die Zeichnungen, wie man sie manchmal ein bisschen kennt, überhaupt, also wenn man das Buch noch nicht in der Hand hatte, kennt man sie gar nicht. Aber man hat eine Vorstellung oder manche sind abgebildet worden auf Cover von Büchern. Aber in diesem Buch ist die ganze Geschichte um die Zeichnung, ja, wie sie ausgeschnitten wurden, wie sie reisen mussten, wie sie versteckt waren und das und auch ja, die herrliche Form, ich habe die französische Fassung hier, diese einfach, das ist selbst ein sehr schönes Buch und wenn man ja, sich für Bücher interessiert und jetzt auch noch kluge Gedanken von Andreas Kilcher und von den anderen Autoren, die hier etwas beigetragen haben, wenn man das alles zusammen hat, dann ist das klar, also die Faszination kommt eben durch das, was um die Zeichnungen herum dazu gekommen ist, mit dieser Schärfe und Klugheit und Schärfe auch der Abbildungen. Also das ganze Buch ist nicht ganz wie ein Gang in Ihr wunderbares grafisches Kabinett, aber man ist nah dran an den Zeichnungen und ja, das macht Spaß. Gut, vielen Dank. Dann möchte ich sehr gerne auch Andreas Kilcher vorstellen. Er studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie an den Universitäten Basel und München, war Doktorand an der Hebrew University in Jerusalem und wissenschaftlicher Assistent am Deutschen Seminar der Uni Basel. 1996 wurde er mit einer Dissertation zur Kabbala promoviert und im Jahr 2002 habilitierte er sich mit einer Untersuchung der Enzyklopädik der Literatur von 1600 bis 2000. Er hatte von 2004 bis 2008 einen Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Tübingen inne. Seit 2008 ist er Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der ETH Zürich. Herr Kilcher ist Mitglied des Zentrums Geschichte des Wissens an der ETH und Universität Zürich, dessen Leiter er von 2014 bis 2016 war. Er ist Präsident des Kuratoriums des Thomas-Mann-Archivs an der ETH Zürich, zudem assoziierter Fellow am Collegium Helveticum, also ein weiterer Bezugspunkt zu dieser Institution. Kilchers Arbeiten widmen sich zum einen dem Zusammenhang von Literatur und Wissen. Das wird auch in diesem Buch sehr deutlich, was er insbesondere in den beiden Fachgebieten der Enzyklopädie sowie der Esoterik zeigt. Hinsichtlich der Esoterik sind es vor allem Arbeiten zur Kabbala und zum modernen Okkultismus. Zum Zweiten beschäftigen sich seine Arbeiten mit der Geschichte der jüdischen Literatur sowie der jüdischen Kultur in Europa, speziell in Deutschland. Gemeinsam mit Jürgen Skrotzki hat er ab Band 9 der Werkausgaben Briefe von Else Lasker-Schüler herausgegeben. Er hat auch 2013 Lasker-Schülers neu aufgefundenes Gedichtbuch für Hugo im Wallstein Verlag herausgegeben. Natürlich, und das ist bestimmt deutlich geworden, forscht Herr Kilcher auch zu Franz Kafka. Er verfasste zum Beispiel nicht nur dieses Buch, sondern eben auch die Basisbiografie zu ihm und berichtete auch, und darauf werden wir insbesondere zu sprechen kommen, zwischen 2010 und 2019 in zahlreichen Artikeln über den Prozess zu Mark Brod und Kafkas Nachlass.
Nun, der Anlass, weswegen wir uns hier heute zusammengefunden haben, ist, dass Sie, Herr Kilcher, im Oktober 2021 im Verlag C.H. Beck ein Band über Kafkas Zeichnungen publiziert haben, der inzwischen, man hat es hier gesehen, bereits in mehrere Sprachen übersetzt worden ist. Das Buch, man muss es sagen, war ein voller Erfolg. Es gelangte auf mehrere Bestenlisten, unter anderem auch jüngst im Januar 2022 auf die Weltbestenliste. Soeben ist übrigens die zweite Auflage erschienen, die, wer Lust hat, auch sie erwerben kann am Büchertisch, der sich im Vorraum befindet. Wir beide sind ins Gespräch gekommen im Zuge Ihrer Recherchen. Denn Sie haben für die Publikation über Kafka auch das Prager Umfeld näher beleuchtet. Und da wir in der Grafischen Sammlung einige Blätter, druckgrafische Blätter von Emil Orlik besitzen, die für Kafka nachweislich sehr wichtig waren, diskutierten wir mehrfach über dieses Thema, über Ihr Buch bei uns in der Grafischen Sammlung, was mich immer sehr gefreut hat. Bevor wir jetzt wir haben uns vorgestellt, dass der Abend so abläuft, dass wir zuerst diese, Sie haben es genannt, fast schon kriminalistische Aufarbeitung der Provenienz dieser verschiedenen Zeichnungen nachzeichnen. Das wollen wir an den Anfang stellen und später wollen wir aber auch die kunstgeschichtlichen Aspekte beleuchten, zum Beispiel, warum ging Kafka so vor, was für einen Stellenwert hatten diese Zeichnungen für ihn, was für einen Text-Bild-Bezug gab es. Denn ich muss sagen, es gibt hier auch sehr vieles, das mich als Kunsthistorikerin natürlich sehr interessiert. Wenn Sie jetzt unser sogenanntes Key-Visual anschauen, sehen Sie diese ganz starke Reduktion auf Schwarz-Weiß. Sie erkennen, es gibt eine Verzerrung der Perspektive. Es ist alles fokussiert auf eine sitzende Figur an einem Tisch und es gibt überhaupt keine weiteren räumlichen Elemente dazu. Das Motiv wurde 1960 auch zum Titelblatt von Der Prozess, der Fischer-Bücherei. Es ist also etwas passiert, was sehr oft passiert, eine Kontextualisierung einer eigentlich eigenständig gedachten Zeichnung. Oder anders gesagt, die Zeichnung wurde aufgeladen in eine bestimmte Richtung. Doch nun, nach diesem langen Präludium, möchte ich sehr gerne das Wort an Sie, Herr Kilcher, richten, denn es war ja so, dass im 2019 über 100 Zeichnungen von Kafka aufgetaucht sind und wir sind gespannt, von Ihnen zu hören, in kurzen Abrissen, wie die Geschichte begann und wo sie dann zum Schluss hinführte bis zur Entdeckung dieser Zeichnungen. Ja, vielen Dank. Es ist nicht so leicht, die Geschichte kurz zu erzählen, aber wie Benedikt selber schon angesprochen hat, es sind nicht nur die Zeichnungen, die hier spannend sind, sondern die Geschichten, die neben den Zeichnungen herlaufen, um die Zeichnungen herumlaufen. Und eine dieser Geschichten ist genau die, warum erfahren wir erst so spät, dass es diese ganzen Zeichnungen gibt, bei einem Autor wie Kafka, von dem wir angenommen haben, wir kennen eigentlich schon längst alles, jeden Schnipsel. Und tatsächlich ist es so, dass es mit diesem Prozess, den Sie erwähnt haben, aufs Engste zusammenhängt. Ganz kurz, es war ein Prozess in Israel um den Nachlass von Max Brod, der auch wesentliche Teile von Franz Kafka als Kryptonachlass enthielt. Und nachdem die Sekretärin von Max Brod gestorben ist, Ilse Esther Hoffe, hat die israelische Nationalbibliothek, man kann sagen, eine mächtige Institution, die Hand auf diesen Nachlass gelegt und gesagt, dieser Nachlass, der kommt in die israelische Nationalbibliothek und hat damit der Erbin, der Tochter, den Töchtern von Ilse Esther Hoffe, eigentlich dieses Erbe, man kann sagen, juristisch streitig gemacht. Und die ganze Geschichte kann ich nicht erzählen, aber es endete damit, dass die Nationalbibliothek den Prozess durch drei Instanzen bis hin zum obersten Gericht gewonnen hat. Und so ist das Ganze eben 2019 von Zürich, wo die Zeichnungen lagen, Bahnhofstraße, UBS, Banksafes, nach Israel, nach Jerusalem in die Nationalbibliothek überführt worden, wo sie ab Ende 2019 zugänglich für die Forschung wurden. Und ich bin sofort dahin gefahren. Und das war der Anfang vom Buch. Das ist nur so die knappe Ereignisgeschichte. Aber
Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier allzu lang referieren sollte. Vielleicht sollten wir eher anfangen zu sprechen. Ich habe vielleicht gleich eine Frage. Also wir hören von Kryptonachlass, von Safe in einer Bank. Das ist symbolisches Kapital, das ist reales Kapital, aber ein Kapital, das nie den Markt gesehen hat. Also es ist von einem Safe in eine Nationalbibliothek und eine Nationalbibliothek ist im Grunde ein Safe der kollektiven Erinnerung. Und mich würde interessieren, ob diese Zeichnungen, dadurch, dass sie versteckt waren oder unsichtbar waren, ob ihr Wert, ob man sagen kann, dass ihr symbolischer Wert gestiegen ist durch ihre Unsichtbarkeit, ob sie denselben Wert hätten, wenn man sie die ganze Zeit gesehen hätte, wenn es gar nicht so schwer gewesen wäre, in den 50ern, 60ern ranzukommen, oder dadurch, dass sie ja wie die Nofretete nach 2000 Jahren aus dem Sand direkt ins Museum gekommen ist, eben durch diese Translokation von Zürich in die National, in das andere öffentliche Safe, ob da was passiert ist mit ihnen, in ihrer Wertigkeit. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, im Banksafe sind sie natürlich an einem symbolischen Ort der Wertsteigerung, allerdings eben so gehalten, wie vielleicht Aktien gehalten werden, wenn ich sie nicht realisiere. Die Werte, dann sind sie quasi fiktiv. Und erst in dem Moment, wo ich sie tatsächlich verkaufe, symbolisch gesprochen, wo ich sie eben an die Öffentlichkeit bringe, gewinnen sie an dieser Geschichte, die Bedeutung ist. Und bis dahin waren sie eben kryptisch, man könnte wirklich sagen, man wusste nämlich, also ganz wörtlich kryptisch, man wusste gar nicht, was in diesem Banksafe genau liegt, weil niemand hatte den Inhalt je gesehen, vielleicht bis auf eine oder zwei Personen, die einmal ein Inventar gemacht haben, aber ansonsten hat niemand den Inhalt dieser Safes gekannt, sicher nicht die Öffentlichkeit, auch nicht die Forschung, die sich schon seit langem für diese Teile interessiert, nur die Herausgeber der Kafka-Ausgabe, die haben die gesehen, aber nicht die Kafka-Zeichnungen. Auch die waren verborgen gehalten, und zwar durch die Sekretärin von Max Brod, die wollte nicht, dass man Zugang kriegt zu diesen Zeichnungen. Man kann sich natürlich jetzt fragen, warum, aber der Transfer, den du angesprochen hast, also die Translokation aus diesem kryptischen Raum, aus der Krypta der Banksafes hin in die öffentlich zugängliche Bibliothek, ist natürlich der entscheidende Moment dann gewesen, wo die Forschung loslegen kann. Aber kann man nicht sagen, das ist eine Art Vergewaltigung des Willens von Kafka, denn er wollte das nicht im Lichte der Öffentlichkeit haben, also im Neonlicht der Nationalbibliothek oder im scharfen Licht der Forschung. Er wollte das eben in der Schublade behalten oder naja, nicht mal. Also die Rolle von Kafka ist hier interessanterweise fast nebensächlich. Kafka hat da einen Impresario und das ist sein Freund Max Brod. Er hat ihn geschaffen, er hat ihn, man kann sagen, bis zu einem gewissen Teil kreiert. Den Kafka, den wir über Jahrzehnte gekannt haben, war der Kafka, so wie Max Brod ihn dargestellt hat, wie er die Biografie 1937 publiziert hat, wie er die Werke seit Kafkas Tod 1924 nach und nach ediert hat, die erste Ausgabe, Gesamtausgabe gemacht hat, im Schockenverlag noch vor dem Krieg, in den 30er Jahren und bis in die 80er Jahre, teils bis heute, ist den Kafka, den wir kennen, den vom Brod aufbereitete Kafka. Und die Zeichnungen, das ist, glaube ich, jetzt die Frage, welche Rolle spielten da die Zeichnungen? Nicht keine, aber eine irgendwie limitierte. Also Brod hat die Zeichnungen durchaus ab einem bestimmten Punkt, und zwar ab der Biografie 1937, ins Spiel gebracht. Dort hat er zum ersten Mal einige Zeichnungen gezeigt, aber immer nur eine kleine Auswahl. Er hat sich ja interessanterweise auch ein bisschen dagegen gewehrt, dass man die mal gesamthaft publizieren sollte, Max Brod damals noch. Und mir scheint auch immer interessant, dass eigentlich sein Umgang mit den Zeichnungen ganz ähnlich war wie der Umgang mit seiner Literatur, mit Kafkas Literatur, nämlich Kafka hat er, wie Sie eben geschildert haben, ziemlich frei behandelt, auch die Romane ziemlich zusammengestückelt nach einem eigenen Gusto. Und genauso, ich würde sagen, salopp ist er mit den Zeichnungen umgegangen, in dem Sinne, dass er sie, Sie haben es erwähnt, ausgeschnitten hat, dekontextualisiert hat,
Das ist offensichtlich eine Freiheit, die er sich genommen hat, die nicht nur die Literatur, sondern auch das bildnerische Werk von Kafka bestimmt hat. Ja, ich springe jetzt vielleicht gerade ein bisschen, dass man mal was sieht zu dem. Würden Sie dann aber auch sagen, dass das Brot keinen Respekt hatte vor dessen Schaffen? Nur eine kleine Szene, auf die ich vorhin angesprochen habe. Da blickt man ins Herz der, wo niemand von Ihnen wahrscheinlich je war, der UBS, das ist die Öffnung der Banksafes. Hier sieht man Vertreter der Bank, der Nationalbibliothek, die Dame von der UBS und noch eine bekannte Person aus Zürich. Das nur in Klammer. Aber ja, die Arbeit von Max Brod, das wollte ich kurz darauf hingehen, das ist irgendwie nicht so leicht hier zu bedienen. Okay, Entschuldigung, ich muss jetzt ein bisschen springen. Weil, genau, darauf wollte ich, das wurde vorhin eben auch schon angesprochen, eben Brods Arbeit an den Zeichnungen. Mhm. Sie setzt ziemlich genau hier ein und wir sehen, dass das sind genau die Stücke, die man schon länger kennt, die Sie wahrscheinlich schon gesehen haben. Das sind diejenigen Teile, die Max Brod 1937 ganz am Ende im Anhang seiner Kafka-Biografie gezeigt hat. Und man sieht hier, sie sind ausgeschnitten aus einem Zusammenhang und dieser Zusammenhang ist dieses Zeichnungsheft. Und Sie sehen hier, wie Brod da einzelne Stücke dann ausgeschnitten hat und gewissermaßen ausgewählt hat, was in seinen Augen Publikations vielleicht würdig, möglich ist. Aber der Punkt ist, Brod hat zuerst Kafka als Zeichner gefördert und erst dann als Schriftsteller. Wir müssen eigentlich, um die Geschichte ganz verstehen zu können, ganz an den Anfang gehen. Und das ist die Studienzeit von Kafka, in der er Max Brod kennenlernt und in der Kafka hauptsächlich gezeichnet hat. Vielleicht sogar mehr noch als geschrieben. Das waren die Anfänge des Schreibens, das waren auch in der Studienzeit. Aber er hat damals mehr gezeichnet als geschrieben. Und für ihn war das Zeichnen eigentlich die primäre künstlerische Beschäftigung neben dem Schreiben. Natürlich neben dem Studium. Als Student der Rechte hat er nebenher eben geschrieben und auch gezeichnet. Und Brod hat ihn zu der Zeit, man kann sagen, mit allen ihm zur Verfügung, damals noch sehr jungen Mitteln versucht zu fördern, als Zeichner, nicht als Schriftsteller. Und was war die Expertise von Brod da? Hat er ein bestimmtes Gefühl für das, was gut ist, für Qualität, für Innovativität? Oder wie kommt einer darauf, dass der junge Freund, der gerade Jura studiert, doch noch mehr zeichnen sollte? Wie funktioniert das in dieser Zeit, in dieser Stadt? Mhm. Wie muss man sich das... Ja, ist ein guter Punkt. Ich meine, Brod hatte ungefähr gleich viel Expertise für Kunst wie für Literatur, wie für Musik. Er hat auch komponiert und Musiker nicht nur gehört, sondern auch gefördert. Dasselbe hat er mit Literatur und eben auch mit Kunst gemacht. Mhm. Und das Fördern von Künstlern ist eine Seite, die wir nicht so kennen, während wir von Brod wissen, dass er Schriftsteller eben wie Kafka auf die Bühne gebracht hat. Neben Kafka auch Franz Werfel, sogar noch vorher. Franz Werfel ist auch eine, man könnte sagen, eine Schöpfung von Brod. Und Brod muss man sich so vorstellen, in dieser Zeit, obwohl sehr jung, extrem einflussreich, sehr gut vernetzt in Verlage, Zeitschriften, in den ganzen Betrieb der Literatur und auch schon eben der Künste. Er war erstaunlich gut vernetzt als junger Mann und es ist ihm gelungen, nicht eben nur Schriftsteller zu fördern und man könnte sagen, ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, sondern eben auch Künstler und bei Kafka kann man sagen, ist ihm das nicht wirklich gelungen, sonst wüssten wir mehr von Kafka. Aber ein anderer Künstler, den er sehr gefördert hat, ist Alfred Kubin. Und er hat Kubin gewissermaßen durch Feuilletons und durch seine Kontakte, die er hatte, man könnte sagen, vor Angriffen geschützt, denen Kubin damals sehr ausgesetzt war, weil seine Kunst provokativ war für viele. Und er hat ihn
ja, nicht nur verteidigt, sondern er hat ihn auch vernetzt, er hat ihn zusammengebracht mit Verlegern und Ausstellungen etc. Und Kafka hat das natürlich aus nächster Nähe mitverfolgt. Mhm. Und so ist natürlich auch die Beziehung von Kafka und Kubin eine durchaus interessante. Eben, die haben sich ja auch gekannt, mhm, über Brot. Mhm. Aber trotzdem ist der Unterschied, das muss man doch betonen, dass Kafka sich nur während einer bestimmten Zeit der Zeichnung zugewendet hat, wohingegen, mhm, Kubin Zeit seines Lebens gezeichnet und geschrieben hat. Was denken Sie, gibt es Gründe dafür, die man ableiten kann in Bezug auf die Stellung von Brot, oder ist das individuell? Mhm. Also man kann sich ja versuchen, kontrafaktisch mal vorzustellen, was wäre passiert, wenn Kafka als Zeichner sich irgendwie hätte etablieren können, so weit, dass er vielleicht mal ausgestellt hätte, dass seine Zeichnungen auf Buchcovers Verwendung hätten finden können, etc. Und dann hätte irgendwie was sich entwickeln können. Mhm. Und das wäre, ich würde sagen, bis etwa 1908, 9 wäre das durchaus drin gewesen. Mhm. Und Max Brod hat, man kann sagen, vieles unternommen, um Kafka mit der Kunstwelt, mit Künstlern bekannt zu machen. Und das war immer Max Brod. Max Brod hat ihn verbandelt. Mhm. Eben Kubin ist nur ein Beispiel, aber die ganzen Prager Künstler, die Künstlerszene, die war Kafka vor allem über Max Brod bekannt. Mhm. Und das war, die sogenannte Gruppe der Acht. Das waren junge tschechische und deutsche Künstler. Es ist reagiert nicht ganz so, wie man es will. Genau, hier sehen Sie zum Beispiel eben Kubin. Und das ist so ein Beispiel dieser Prager Künstlergruppe, Veli Novák, diese Gruppe der Acht. Und hier sehen Sie die Ausstellung, all die Namen, die dazugehört haben, Osma auf Tschechisch. Es waren tschechische und deutsche Künstler. Brod kannte alle von denen. Kafka hat sie über Brod kennengelernt, auch persönlich. Und Brod hat Kafka in diese Gruppe eingeführt als ein ganz großer Zeichner. Mhm. Der eine, Friedrich Feigl, den Sie hier unten sehen auf dieser Liste, hat sich in seinen Erinnerungen dann später, hat er diese Szene geschildert, als Brod zu ihnen kam und gesagt hat, ich muss euch einen ganz großen Künstler vorstellen. Hier dieser Franz Kafka, guckt hier die Zeichnungen, und hat ihnen offensichtlich eine Auswahl von Blättern, es muss ungefähr 1906, 7 gewesen sein, vorgelegt. Und es hätte sein können, dass auf einer dieser Ausstellungen der Gruppe 8 auch Kafka dabei gewesen wäre. Ja, das ist das. Dann wären es 9 geworden. Genau. Aber das hat nicht funktioniert. Mhm. Und irgendwann ist dann der Zug wie so mehr oder weniger vom Zeichnen abgefahren und es ging Richtung Literatur. Ich wollte eine Ihrer Fragen aufgreifen und fragen, von wie viel Zeichnungen sprechen wir denn überhaupt? Weil Sie sagten, mhm, es ist nur die junge Zeit. Wir haben ein Heft, ja, gesehen. Wir sprechen von 1, 2, 3 Umschlägen, in kleinen Saves. Mhm. Was ist der Umfang? Oder kann man sich auch vorstellen, dass jemand beleidigt aufhört zu zeichnen, weil es eben nicht funktioniert? Oder ja, also beide Fragen. Mhm. Warum hört es auf und wie viel ist das? Also beim Umfang, natürlich wissen wir nur, was erhalten ist. Also wir können und müssen davon ausgehen, dass auch einiges verloren gegangen ist. Kafka selber auch entsorgt hat, Papierkorb etc. Aber was erhalten ist, sind ungefähr, also es ist schwierig zu quantifizieren, das sind etwa 150 Einzelblätter und dann noch ein ganzes Heft, das wir vorhin gesehen haben, das ist da, wo die Ausschnitte sind, also ein ganzes Zeichnungsheft, das von vorne bis hinten, man könnte sagen, ein Übungsheft, wo er sich irgendwie eingeübt hat ins Zeichnen. Mhm. Und das sind all die Sachen, die zwischen ca. 1901 und 1906, 7 entstanden sind. Mhm. Ja, man muss auch dazu sagen, es sind auch nicht alle im Safe gelandet. Es gibt ja auch einen bestimmten Teil, der eben nach Oxford kam, mhm, weil eben nicht alles bei Brod geblieben ist. Genau. Es ist allerdings so, dass der größte Teil der Zeichnungen von Brod gesammelt wurde, und zwar, mhm, schon in dieser ganz frühen Zeit. Also man muss sich vorstellen, Brod ist ein Jahr jünger als Kafka.
ebenfalls Jurastudent an der Prager Universität, an der Deutschen Prager Uni, und kriege dann auch die Vorlesungsskripte von Kafka, die schwarzmarktmäßig gehandelt wurden unter Studenten. Das war eigentlich verboten. Und da fanden sich schon Zeichnungen, die hat Brot abgeschnitten und dann gesammelt. Und dann hat er von da an eigentlich jedes Fitzelchen von Kafka, das er gezeichnet hat, gesammelt. Und das ist eigentlich schon spannend zu sehen, dass Brot, er hatte nicht nur das Gespür, was es heißt, jemanden zu unterstützen, zu fördern, also impresariomäßig, sondern auch das Archivarische hat sich bei ihm schon da so wie angelegt, die Sachen zu sammeln. Und er hat das, all das, was er gesammelt hat, das hat er nicht nur die Zeichen natürlich auf die Manuskripte, die hat er überall hin mitgenommen und wie sein Augapfel behandelt. Also man muss sich vorstellen, 1939, als die Nazis in Prag einmarschierten, kommt das in Handkoffer und über eine abenteuerliche Reise dann bis nach Tel Aviv, wo Brot dann gelebt hat. Und dann von dort wieder zurück nach Zürich. Die wertvollen Stücke 1956, als in Israel die politische Lage lebensbedrohlich wurde während der Suezkrise. In den 5 Jahren, von denen wir sprechen, oder 6 Jahren, sind das auch die Jahre, wo afrikanische Kunst massiv nach Europa kommt, wo junge coole Künstler wie Picasso oder der Architekt Le Corbusier etc. ins Museum gehen und denken, sie sind die großen Entdecker dieser Kunst. Und hier, was wir vorhin gesehen haben und was Sie auch sehr schön beschrieben haben mit dieser Raumlosigkeit und diesen wenigen Elementen, frage ich mich ein wenig, ja, was hat Kafka gesehen von, oder wo geht er ins Museum? Was ist sein Museum in Prag? Geht er in Prag ins Museum? Geht er nach Dresden? Wie bildet er sich? Sind das eher Bildbände, Postkarten, die er benutzt? Wir wissen, er ging auch ins Kino. Also er ist sehr visuell unterwegs. Was kann man rekonstruieren, was ihn geprägt hat an Kulturerbe, was gerade vorhanden war? Ja, kann man. Und da habe ich dann auch gerade die Rückfrage dazu. Ich würde nämlich auch mal wissen, wie man das einschätzen kann. Also, natürlich beginnt das irgendwo in Prag. In Prag, und zwar zuerst mit dem Verein Deutscher Bildender Künstler in Böhmen, die in der damals wichtigsten Galerie oder Museum in Prag, dem Rudolfinum, ausgestellt haben. Und dazu gehört auch, ich weiß nicht so genau, wo es ist, hier sieht man zum Beispiel Ausstellung des Vereins Deutscher Bildender Künstler in Böhmen im Rudolfinum, wo auch Kubin vertreten war, aber auch andere. Die haben dort ausgestellt, aber vielleicht ein noch wichtigerer Name ist Emil Orlik. Sie sehen hier Ausstellung auch im Rudolfinum 1902, Kunstausstellung. Das ist, damals ist Orlik zurückgekommen, gerade aus Japan, und hat, man sieht das, Holzschnitte im japanischen Stil hergestellt, auch mit der entsprechenden Drucktechnik, die er perfektioniert hat und eine Reihe von Vorträgen gehalten hat. Und Emil Orlik, das war die Offenbarung. Das führte weg von diesem eigentlich relativ traditionellen, eher im 19. Jahrhundert verfassten Kunstverständnis des Rudolfinums und der deutschen bildenden Künstler in Prag. Das war auch der Ton, der damals in der Kunstakademie in Prag vorherrschend war. Und Orlik hat eine komplett neue Ästhetik reingebracht, die für Kafka, ich glaube, sehr wichtig wurde. Nämlich eher eine, man sieht es auf die Linie gehen, man sieht hier auch den Zeichner, der eine Linie macht, und das Kunststück besteht schon fast eigentlich nur aus der Linie, der Strich. Holzgeschnitt. Ja. Genau. Und das ist für den Minimalismus von Kafkas Zeichnung, der in Richtung Abstraktion geht, ich glaube, ästhetisch ganz, ganz prägend gewesen. Also Orlik ist viel wichtiger als manches andere, was er kennengelernt hat, eben auch zum Beispiel, wenn man nochmal, das ist auch ein Beispiel für Kafkas Liebe dieser japanischen Kunst. Mein liebster Max, ich küche hier auf einer schmutzigen, aber meiner schönsten Ansichtskarte,
vor der ganzen Bevölkerung. Es ist ja in Hiroshi gedruckt, in Prag gedruckt. Aber wenn wir hier sehen, das ist nochmal, das ist Willy Nowak, den er natürlich dann kennenlernt. Das wirkt dagegen sehr traditionell, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Und es gibt noch andere Namen. Also Kubin ist dann durchaus, da geht schon neue Wege. Aber selbst dieses impressionistische, ich hoffe, ich sage da nichts komplett Falsches, von Willy Nowak, ist relativ traditionell. Und Kafka hat sich für diese moderne Ästhetik in diesem Japonismus sehr angesprochen gefühlt, wollte auch sogar einen Vortrag halten über die Ausstellung. Wir und Japan war der Titel, es kam aber nicht dazu. Also das ist das Prager Umfeld, das ist überhaupt nicht homogen, ist sehr heterogen. Und es gibt einige Namen, die sehr stark in die Moderne gehen. Und diese Gruppe der Acht, da gab es vor allem die Tschechischen, die sich sehr am Kubismus orientiert haben, und Paris war das Magnet. Und ich höre gleich auf, wenn ich sage, natürlich ist auch Kafka gemeinsam mit Brod nach Paris gereist, der Besuch im Louvre, großes Ereignis, wird im Tagebuch natürlich ausführlich beschrieben. Da verblasst auch der Besuch im Mailänder Dom dagegen, obwohl der natürlich im Prozess dann eine Rolle spielt. Aber der Louvre ist natürlich Mekka. Mhm. Und dort beschreibt auch Kafka Kunstwerke, und man sieht auch, dass einiges in den Zeichnungen dann vor allem Skulpturen beschreibt. Genau, also griechische, das altägyptische und griechische. Ja, genau. Ja. Aber meine Rückfrage wäre jetzt, wie du diesen Bildungsgang, den man so in Prag hier erhalten konnte, einstufen würdest. Ich weiß es nicht, wie ich das generell einstufen würde, aber ich finde die Frage immer spannend, in welche Welt oder in welche Möglichkeiten des Sehens jemand hineingeboren wird. Mhm. Und das ist nicht dasselbe, ob sie in Braunschweig um 1880 geboren werden oder in Paris, weil die Möglichkeiten des Elektrisiertwerdens durch altägyptische Kunst, griechische Kunst etc., wie wir das auch von Rilke kennen, du musst dein Leben ändern. Also er geht in den Louvre und muss sein Leben ändern, so schreibt er das. Das interessiert mich immer sehr. Und die Frage, die damit verbunden ist, aus meiner Perspektive, ist der Mangel an Möglichkeiten etwas, was einen mehr offen macht für die eigene Kreativität? Oder ist das, wenn man eben in Rom aufwächst im 19. Jahrhundert oder in Paris, ob man so eher gehemmt ist? Das sind Fragen, glaube ich, die wir nicht beantworten können. Aber für die Genese eines Werkes finde ich das sehr interessant. Und ich glaube, in Prag in dieser Zeit um 1900 gibt es einige Sammlungen. Ein Leonardo muss zu sehen sein. Und dann gibt es wahrscheinlich noch Elemente der Kunstkammer von Rudolf II., die nicht in Wien sind, glaube ich, in dieser Zeit. Mhm. Aber es gibt eben nicht die Pinakothek Wien-München oder die Gemäldegalerie Wien-Dresden, wo die Expressionisten hingehen. Und genau, und das finde ich interessant. Was kann man sehen? Dass er ins Kino geht, ist auch alle gehen ins Kino, aber das ist auch ein Beweis für ein visuelles Bedürfnis nach Bildern. Und genau, und ähnliche Fragen sind, was konnte man hören? Was konnte man sich leisten als Student? Kann man ins Konzert gehen? All das finde ich spannend, und das weißt du ja besser als wir. Also wie muss man sich den Jungen, also als er zeichnet, wie muss man sich vorstellen, dass seine Tage gestaltet sind? Kann er sich bewegen? Kann er was kaufen? Kann er was kaufen hier oder nicht? Oder sind das nur die Postkarten, die er sammelt und küsst? Mhm. Das finde ich immer, ja, also durch die Zeit immer sehr interessant. Also, das finde ich schon auch noch wichtig, dass man nicht nur von den Originalen ausgeht, sondern sich eben auch fragt, was hat er für Bildbände gehabt? Gab es eben Postkarten, Reproduktionen etc., die ihn genauso hätten beeinflussen können wie die Originale selbst? Ja, absolut. Also ich meine, hier sehen wir zwei Stücke, von denen wir wissen, die hat Kafka besessen. Und das war ein ganzer Zyklus von Willy Nowak. Man kennt den Künstler heute, glaube ich, nicht mehr. Aber damals in Prag galt er als einer der wichtigsten, gehörte zu dieser Gruppe der Acht. Kafka ist mit Max Brod zu ihm gefahren und hat einen Zyklus von 4 gekauft. Also hier ist ein Porträt von Max Brod von
Billy Novak und übrigens hier ein Porträt von Franz Kafka von Friedrich Feigl, der auch zu dieser Gruppe der Acht gehört, das im Nachhinein allerdings erst im Rückblick entstanden ist, 1946. Es wurde lange falsch datiert, aber es wurde viel zu früh datiert, das ist erst nach dem Krieg entstanden, aufgrund eines Fotos. Aber was wichtig ist, also ich finde es ganz spannende Frage, neben was konnte er erkennen, ich habe vielleicht zwei Dinge vergessen, eben das eine ist, er hat selber Kunst eben gekauft, zusammen mit Brot, er hatte noch mehr Kunstwerke, Brot hatte richtig gehend gesammelt, also der hatte schon eine kleine Kollektion, unter anderem auch eben Kubin gehörte dazu, also es gibt Kubinblätter, die Brot gehört haben. Brot hatte selber gezeichnet, auch das kannte Kafka, gar nicht ungekonnt. Und man muss auch noch wissen, Kafka hat ein Semester lang Kunstgeschichte studiert. Also das heißt, sein zweites Semester hat Jura angefangen, dann war ihm nicht klar, ob er das wirklich will, hat er Kunstgeschichte, Philosophie, Germanistik und dann ist er wieder zurück zu Jura, hat aber das Interesse an der Kunst eigentlich stets neben dem Studium herlaufen lassen. Man muss sich das so vorstellen, neben dem Studium eigentlich so eine Art privates, studentisches Halb- bis fast Profi-Studium betrieben, das Literatur und Kunst umfasste und Philosophie. Nämlich in der Lese- und Redehallen der Studenten, wo Kafka sehr aktiv war. Er war nämlich auch Referent für Kunst in dieser Lese- und Redehalle. Das heißt, er hat Vorträge, Veranstaltungen organisiert zum Thema Kunst. Aber dann könnte man sagen, dass Brot auch diesbezüglich in Bezug auf sein visuelles Gedächtnis von eminenter Wichtigkeit war, oder? Brot hat gesammelt, er hat das da gesehen, Brot hat selbst gezeichnet und er hat es kennengelernt. Also er war auf jeder Ebene eigentlich eine ganz wichtige Inspirationsquelle. Absolut. Also Brot war nicht der Einzige, das vielleicht dann auch, es ist natürlich das ganze Umfeld, das sind mehrere, aber Brot war für Kafka dann, er wurde es vor allem ab dem Studium 1901, 2 wurde Brot so der richtige, Vermittler, Mediator, Impresario von der ganzen Welt der Literatur und Kunst. Aus eigenen Stücken hätte Kafka wahrscheinlich nie diesen Anschluss gefunden. Auch die literarischen Texte, die hätten möglicherweise nicht das Licht der Welt erblickt ohne Max Brod. Und kann man datieren, wann es aufhört mit den Zeichnungen? Also wann dieser, oder versickert das langsam? Erst? Genau, man kann sagen, im Grunde ab 1908, 1909 zeichnet er spürbar weniger. Und das ist die Zeit, wo er anfängt, ernsthaft zu schreiben. Also es gibt dann schon so eine Art Übergang, aber er ist fließend. Wenn man zum Beispiel die Tagebücher nimmt als, ich entscheide mich zu schreiben, ich führe ein Tagebuch, wollen natürlich auch nicht nur tägliche Ereignisse, sondern auch Schreibübungen durchgeführt werden. Und also nicht nur, heute habe ich das und das gemacht, sondern da kommt irgendwie ein Erzählexperiment. Aber die Anfänge der Tagebücher Ende 1909 enthalten noch eine ganze Reihe von Zeichnungen. Und er zeichnet im Grunde so sporadisch bis zu seinem Tod. Also die letzten Zeichnungen in Briefen sind 1923, 24 so. Interessant scheint mir auch immer den Text-Bild-Bezug nicht außer Acht zu lassen. Also er hat sich ja selbst ziemlich früh vehement dagegen gewehrt, dass seine eigenen Werke durch seine Zeichnungen illustriert würden. Das hat er nicht gewollt. Sondern er hat eher favorisiert, dass entweder gar keine Zeichnung oder überhaupt kein Werk der bildenden Kunst aufs Cover kommt oder dann von jemand anderem. Was denken Sie, hat er so wie nicht das Vertrauen gehabt, dass der Text und seine bildhaften Werke zusammenspielen könnten oder dass sie zu viel verraten oder dass sie sich wiederholen? Oder worin liegt wohl dieser Grund? Denn es war ja eine Zeit, wo auch die Buchgestaltung extrem wichtig war und wo man tatsächlich mit sehr vielen Kunstschaffenden zusammengearbeitet hat, die eben dann begonnen haben, die Umschläge zu gestalten. Das war richtig en vogue und da wurde man engagiert. Und er hat sich ja genau gegen das gestemmt, was ihm eigentlich wie automatisch noch mehr Präsenz hätte bieten können. Das ist interessant, oder? Genau, das Interessante ist, dass das hätte durchaus, nämlich Buchgestaltung, ein
ja, Fuß in einer Tür sein können für Kafkas Weg als Künstler. Es war nämlich so, dass Max Brod ihn angefragt hat, ein Buchcover eines seiner ersten Bücher zu gestalten, oder respektive hat dem Verleger vorgeschlagen, eine Zeichnung von Kafka zu nehmen. Mhm. Axel Juncker in Stuttgart, der sich dann dagegen entschieden hat, weil er schon mit Lucian Bernard jemand hatte, den er sehr schätzte, und er war nicht bereit, jetzt dazu zu wechseln. Und Brod hat sehr insistiert, über viele Monate hat er insistiert und immer neue Vorschläge gemacht, wo er versuchte, Kafka als Zeichner zu etablieren, der eben genau das macht, was Sie jetzt beschreiben, nämlich irgendwie einen Fuß in eine Tür als Zeichner zu kriegen, in dem Buchgestaltung gemacht wird. Also das ist die eine Antwort, dass er hätte das machen können zu dem Zeitpunkt. Und da hat er aber noch nicht die Problematik thematisiert, was das heißt in Bezug auf den Text. Das war für ihn damals wie nicht im Blick, das war 1906, 7, 8. Aber später, als er dann selber geschrieben hat und er selber auch Bücher gemacht hat, die natürlich dann auch genau diese Illustrationen enthielten oder enthalten sollten, da wurde es für ihn doch danach zu einem Problem, indem er nämlich ganz genau wusste, was das Bild kann und dass das Bild vielleicht stärker als die Schrift ist. Es gibt ein wunderbares Beispiel im Buch abgebildet, nämlich es ist ein Brief, es ist eben kein Text, kein literarischer Text, wo tatsächlich die Zeichnung offensichtlich mehr kann als das Beschriebene. Es geht nämlich um die Erinnerung daran, wie er und seine Geliebte gegangen sind. Ah, da ist es. Ja, genau. Ein Zufall. Genau, und die überlegen, oder er überlegt, ob die so, oder sie sagt, wir sind so gegangen, also mit den Armen so. Und der sagt, nee, wir sind so gegangen. Und das kann man natürlich überhaupt nicht mit Worten beschreiben im Grunde. Und die zwei, vielleicht kannst du uns, also für mich im Buch ist das eine meiner Lieblingsstelle, weil man genau das, was Sie angesprochen haben, das Verhältnis oder die Ohnmacht manchmal der Worte, um wirklich sehr einfache, atmosphärische, weil das ist ja nicht nur die Position, das ist, was damit zusammenhängt, an Zuneigung oder Intimität. Ja, genau. Also der Brief ist genau für diese Frage, wie verhält sich Zeichnen und Schreiben zueinander, ist er so initial. Und der Brief ist von 1913, also eigentlich einer Zeit, wo er nicht mehr regelmäßig zeichnet, sondern das Schreiben die Hauptsache geworden ist. Zu der Zeit sind das Urteil und die Verwandlung schon, also das Urteil ist entstanden oder entsteht. Aber was er hier beschreibt, ist eigentlich ein Traum. Das heißt eigentlich so schon ein Bild, nämlich ein imaginäres, ein inneres Bild. Und es fällt ihm schwer, das in Worte zu fassen und sagt, ja, wie soll ich es dir beschreiben? Und dann sagt er, man kann es, glaube ich, lesen, aber warte, ich zeichne es dir. Wir gingen, eingehängt sein ist so, wir aber gingen so. Und das heißt, es ist so Doppelpunkt, also er beschreibt es nicht, wir gingen, man kann es eben nicht beschreiben, aber man kann es zeichnen. Und was nachher folgt, ist natürlich deshalb für uns auch interessant, weil es einer der wenigen Stellen ist, wo Kafka über sein Zeichnen schreibt. Er sagt nämlich dort, ich glaube, Sie können es relativ gut lesen, wie gefällt dir mein Zeichnen? Ich war einmal ein großer Zeichner, nur habe ich dann, das schreibt er ja auch, bei einer schlechten Malerin schulmäßiges Zeichnen zu lernen angefangen und mein ganzes Talent verdorben. Und dann schreibt er aber, warte, ich werde dir nächstens ein paar alte Zeichnungen schicken, damit du etwas zum Lachen hast. Und der letzte Satz ist vielleicht dann der wichtigste, man sieht hier schon so diese Ironie zum eigenen Zeichnen. Jene Zeichnungen haben mich in seiner Zeit, es ist schon Jahre her, mehr befriedigt als irgendetwas. Also man kann es, glaube ich, gut nachvollziehen. Ja, sehr gut. Und ich glaube, es sind eben verschiedene Aspekte, die in diesem Brief zusammenkommen. Und der Spannendste, glaube ich, ist natürlich schon auch eben, dass das Zeichnen eben mächtiger ist irgendwo als das Schreiben. Ja, das hat er eigentlich beibehalten, das Wissen genau darüber. Aber interessant für diese Zeit ist auch, dass man durch das Erlernen des Zeichnens
verdorben werden kann, natürlich durch eine Frau. Aber für diese Zeit um 1900 ist das Primitive mit vielen Anführungszeichen oder das Ursprüngliche oder das, was einem eben ohne Lehre, ohne Bildung rauskommt, das, was wertvoll ist. Und ich finde, das kommt hier auch sehr, sehr zum Vorschein, weil dieser Augenblick der Lehre alles, das Ursprüngliche, das Natürliche verdirbt. Und vielleicht hast du hier ein paar von diesen ikonischen Zeichnungen. Ich fand Ihre Beschreibung so schön am Anfang. Ja, zum Beispiel. Ja. Also das wäre jetzt meine Frage an euch als Spezialisten. Also ich glaube, wenn Kafka sagt, es ist schulmäßiges Zeichnen, das würde er ablehnen. Es ist nicht schulmäßiges Zeichnen. Wie kann man dieses Zeichnen denn dann einordnen? Das ist einer dieser betont nicht schulmäßigen Zeichnungen. Wie groß ist sie? Das ist einer der größeren. Also ja, die, ja, nee, ja, so. es ist alles klein. Aber das ist einer der größeren, also ja, schwer. Es müsste irgendwo drin sein. Ich denke, 25 mal 8, 15, 18. Ja, ist nicht so wichtig. Aber, ja, aber so relativ ungefähr, groß, also, ja. So für seine Verhältnisse ein größeres Blatt. Er hat auch ganz kleine Sachen gemacht, vielfach. Ich würde mich überhaupt nicht als Spezialistin bezeichnen, aber tatsächlich, wenn man an das, was in Paris in der Zeit entsteht, wann ist das, 1904, 5? 4, 5, 3, 6, ja, so in den Dreh. Das ist genau diese Abwehr gegen das Realistische und die Zuwendung. Else Lasker-Schüler macht das, also oder in dem Kreis geht es genauso zu ursprünglichen Formen, vielleicht schon ein wenig zum automatischen Zeichnen. Ich weiß gar nicht, was das würde ich sagen, wir sehen. Ich sehe das auch so. Also wir sehen einen Kellner, der gerade etwas, oder ich sehe, einen Kellner in Huhnform oder ein Brathühnchen als Kellner. und es bringt gerade etwas zu einem Tisch, wo eine schicke Dame mit üppiger Brust und spitzen BH und einer Perlenkette sitzt und auch eine üppige Frisur gegenüber sitzt. Etwas mit Beinen und einem interessanten Hut. Ja, und dieses... Ja, mit einem wie heißen diese Mäntel, mit Queue de Pie Frack. Auch sehr schön. Ansonsten sind sie alleine am Tisch. Aber interessant ist auch, dass es so wie eine Parallelität von verschiedenen Szenen gibt im selben Bild. Also man hat so wie Einzelszenen, die er abbildet, auch links oben. Da sieht man ja, dass es so wie eine separate Bühne ist, auf der sich Musiker, Musikerinnen befinden offenbar, die dann in überhaupt keinem Verhältnis zu dem Übrigen stehen, Größenverhältnis. Und das finde ich ziemlich typisch für ihn, dass er so wie, man könnte fast sagen mittelalterlich, eine Geschichte im selben Bild erzählt mit verschiedenen Szenen, die er zusammen kompiliert. Ich stelle mir aber allerdings vor, er sitzt irgendwo in einem Café-Theater oder Café-Concert, er sitzt ein bisschen weiter oben und deswegen, so könnte ich mir das vorstellen, sogar die Geburtstagskerzen oder was das ist. Ich glaube, es ist ein Leuchter, der angetönt ist mit den Kerzen. Ja. Es ist hier übrigens in Kafkas Schrift Übermut des Reichtums. Okay. Vielleicht so ein Wiener oder Prager Kaffeehaus oder wie heißen die Dinge abends? Ja, so wie Kaufleuten hier. Ja. Schicke Orte, wo Kaffeetheater und das Orchester liegt auch auf einem Tablett. Es ist sehr musikalisch. Es hat Rhythmus. Aber ich finde schon auch Ihre Bezeichnung von der Écriture-Automatik sehr gut, weil es hat ja sowas Hingeworfenes, fast schon Traumhaftes, wie er das hier umsetzt. Das ist nicht komponiert, er vermittelt einem das Gefühl, dass es nicht komponiert sei, sondern wie einfach gekommen, so wie es jetzt ist. Ja, gefällt mir alles sehr. Also ich denke auch, es ist weit weg von nur einem Versuch, irgendwie, eben schulmäßig würde ja bedeuten,
ja, schau dir die Proportionen an, die Räumverhältnisse, irgendwie das Reale aufs Blatt zu bringen, sondern es ist das Imaginäre auf diesem Blatt. Das ist so, wie man sich vielleicht Reichtum vorstellt oder Übermut. Und ich glaube auch, es ist eine Komposition von Bruchstücken, von Elementen. Ja, fast eine Choreografie, also die auch mit das kleine Beinchen, was da reinkommt vom das nächsten Kellner. Das ist schön, Kellner. Oder? So, ja. Fuß, ganz tänzerisch. Ganz tänzerisch, ja. Und hier diese eleganten Sektgläser auf dem zweiten Tablett. Das ist natürlich auch die Zeit, wo der Tango als Tanz nach Europa aus Buenos Aires rüberkommt, glaube ich, genau in diesen Jahren. Also man hört fast die Musik und die Stimmung in diesem Blatt, ja. Großartig. Und das, ja, und Metamorphosen natürlich ein bisschen. Mhm. Also. Ja. Vielleicht ist Gregor Samsa auf dem Tablett. Mhm. Ja. Auf das haben Sie ja vorhin angespielt. Also, wie verhält sich das Bild zum Text? Mhm. Ich denke auch, sehen ist, das wäre jetzt meine These, eben, es ist wirklich das Vorgestellte. So wie Kafka an Felice schreibt: Ich habe geträumt, wir sind so gegangen, aber wie kann ich diesen Traum beschreiben, indem ich ihn zeichne? Und vielleicht ist es auch eigentlich eher etwas Geträumtes oder etwas Vorgestelltes, etwas Imaginäres und nicht das platte Reale. Also soziale Realität ist hier nicht beschrieben, obwohl darauf angespielt ist. Also, aber dann gebrochen im Traumhaften. Dafür würde auch sprechen, dass er auch hier, wie schon beim Eingangsbild, eigentlich auf eine klare räumliche Definition verzichtet, oder? Es ist wieder so, es fliegt rum, es hat auf eine Art kein Gewicht. Ja, wie Freud sagt, dass es im Traum gibt's keine Zeit und keinen Raum, dass dann die Dinge können nebeneinander stehen. Beim Wort Raum fällt mir gerade ein, das Wort Rausch, also schießt mir in den Kopf gerade, was weiß man, ob Kafka im Rausch gezeichnet hat oder wie viele in dieser Zeit oder was es gab, weil... Also es gab in Prag eine, etwas vor Kafka und Brod, eine Gruppe, die da sehr weit ging, und das waren die Künstler und, wie soll ich sagen, auch Okkultisten um Gustav Meyrink, Paul Lepin, die kannten die, aber Kafka und Brod gehörten nicht wirklich zu dieser Gruppe, obwohl Gustav Meyrink eine riesige Rolle gespielt hat. Gerade das Morbide. Das erste Buch von Max Brod hieß Toten, Toten. Das war eine absolute Meyrinksche Titelei. Mhm. Und die ganzen Szene waren an dieser Fantastik von Meyrink orientiert. Und das war Kafka auch bekannt. Er kannte auch das Buch Fledermäuse von Meyrink. War auch, und sicher auch anderes. Also Meyrink war so eine Größe für genau das, also wo im Rausch und im antibürgerlichen Exzess gezeichnet und geschrieben und alles gemacht wird. Auch das ganze Okkulte, der Spiritismus in Prag, an dem Kafka nicht ganz unbeteiligt war. Er galt als Medium und hat auch mal in Seancen mitgemacht, obwohl mehr oder weniger zugleich mit ironischer Distanz. Also hat er nicht wirklich ernsthaft damit gemacht, aber so spielerisch. Experimente mit Alkohol und Drogen aber waren in dieser Gruppe überhaupt nicht vorhanden. Das kam nicht vor. Also das spielt keine Rolle. Eben ganz anders als diese etwa 10 Jahre älteren Gruppe, wo das exzessiv betrieben worden ist. Also wenn man von Paul Lepin den Roman liest, Severins Gang in die Finsternis, das ist ein Delirium. Ein Delirium am anderen. Ist bei Kafka so nicht der Fall. Und Kafka bleibt bei Schwarz-Weiß, oder? Er verwendet keine Farben in seinen Zeichnungen. Da ist entweder arbeitet er in Tinte oder mit Bleistift, Graphit. Das ist etwas, was ihm... Das hat ja auch eine gewisse Reduktion, oder? Ja, genau. Aber das, was Sie vorhin schon gesagt haben, es gibt eine Melodie und hier gibt es eine Bewegung, oder? Das ist schon was Bezeichnendes für ihn. Bewegung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es ist nie statisch. Mhm. Es ist die Zeichnung bei Kafka. Klar, sie ist nicht farbig. Es ist eigentlich eine fast eindimensionale Welt, wenn sie nicht in Bewegung wäre. Und dadurch, dass sie in Bewegung ist, dass die Linie eben läuft und eben wie hier fast rennt,
ist immer alles in Bewegung. Aber auch das gehört also mit den Futuristen, deren Studien auch absolut klar zu der Zeit und zu dem, was man braucht, wenn man ein berühmter Künstler werden will. Kann man Strategien erkennen? Also wenn er an seiner Seite einen Agenten hat, der ihn etwas pusht, kann man sich vorstellen, dass die da am Anfang sich Gedanken machen über das, was gut, also geschmacksgeschichtlich oder geschmackstechnisch gut absetzen ließe, oder gibt es keine Spuren oder keine Elemente, die sowas nahelegen würden? Nicht bei Kafka, ich glaube im Umfeld schon. Ja. Also zum Beispiel jemand wie Willy Nowak, der mit seinen, ich sag mal, eher impressionistischen, angenehm anzuschauenden Bildern, Mädchen mit Äpfel oder Spaziergang im Park. Er war sehr erfolgreich, er war der erfolgreichste der Gruppe. Und da glaube ich schon, das sind gewisse Geschmäcker, die bedient werden. Das sieht man hier, glaube ich, überhaupt nicht. Das war nicht Geschmack. Und eben auch der Verleger hat ja auch nicht angesprungen darauf. Nee. Ich glaube, heute finden wir sowas interessanter. Gerade weil es vielleicht so nah ans Abstrakte geht und mit ganz wenigen Mitteln ganz viel erreichen will. Mhm. Aber schon auch, wie Sie sagen, dass diese Assoziation zum Futurismus, der damals ja auch hochkam, ist schon augenfällig, finde ich. Also vielleicht wollten sie nicht gefällig sein, aber sie wollten avantgardistisch sein, könnte das sein. Könnte man das so sagen? Für einige der Gruppe der Acht schon, für Kafka, eher nicht. Ich weiß nicht, wie viel man da voraussetzen kann, was er überhaupt, ob er sich da irgendwo lancieren oder platzieren wollte. Ich vermute eher weniger. Mhm. Er hat schon für sich gezeichnet. Ich wollte gern fragen, hier, wir sehen das jetzt in 3 Meter mal 2 Meter. Und der Charme des Buches, ein Charme des Buches, ist, dass die Zeichnungen fast immer in ihrer Originalgröße abgebildet sind und man ein Gefühl dafür bekommt, wie klein sie sind und wie Kleinodien, also wie kleine Juwelen zum Teil auch, einfach fast, selbst die kleinen Flecken neben der Zeichnung haben plötzlich eine besondere Qualität. Und ich wollte fragen, ob Sie dazu oder ob es eine Geschichte extra zum Beispiel zu diesem Schnipsel gibt, ob man sagen kann, das ist ausgeschnitten worden, da und da, oder es war, oder bleiben diese Schnipsel Waisenkinder und haben nur noch ihre Scheren, Wunden an sich. Also bei einigen gibt es diesen Kontext. Einige der Schnipsel kann man zusammenbauen, mit anderen zusammenstellen. Und dann wird deutlich, dass Kafka durchaus bestimmte Motive mehrfach ausprobiert. Mhm. Also zum Beispiel der Fechter. Das ist eine Figur eben wie der burgesische Fechter im Louvre, den er gesehen hat und ausführlich beschreibt ein Tagebuch, aber vorher, man könnte sagen, durchaus eben zeichnet. Und zum Fechter gibt es mehrere Studien, und da kann man auch sehen, dass eine der Fechterfiguren, die Brod dann publiziert hat, schon recht früh, war nur eine von vielen. Mhm. Jetzt bei dieser könnte ich das nicht sagen. Also die Puzzlestücke zusammensetzen ist schwierig, und ich fürchte, dass ein Großteil dieses Abgeschnittensein mit sich behalten. Nur bei einem kleinen Teil kann man wirklich sagen, hier gibt es einen Zusammenhang. Und der Titel, den wir vorhin hatten, über Übermut des Reichtums, das ist eine Ausnahme, dass genau, eine Zeichnung einen Titel trägt. Ja. Aber das ist die Handschrift von Franz Kafka. Das ist Kafkas Handschrift. Okay. Also hier wissen wir nicht, ob das ein Sufi im Tanz, ein Derwisch-Tourneur im Tanz ist, sondern also es gibt überhaupt keine Hinweise. Nein, es gibt keine Anhaltspunkte. Man muss sich vorstellen, von Brod so irgendwie in die Mappe reingesteckt, genommen in die Mappe rein, Kafkas Zeichnungen und gehortet erhalten, geblieben. So. Und wie war das jetzt für Sie, als Sie diesen Schatz heben konnten und zum ersten Mal alle diese Zeichnungen in Händen hielten? Naja, das war schon ein erhebender Moment. Privilegiert? Ja, schon, ja. Ich meine, privilegiert insofern, als ich einer der Ersten war, einfach weil ich wusste, dadurch, dass ich den Prozess verfolgt habe und in der
NZZ und den anderen Journalen geschrieben habe über den Prozess, war mir klar, dass da etwas ist und dass ich quasi sofort dahin muss und mir das anschauen muss. War natürlich auch in Kontakt mit dem Archiv in Jerusalem. Und insofern war für mich der Überraschungseffekt trotzdem riesig, als ich überhaupt nicht wusste, wie viele Zeichnungen und was für Zeichnungen da sind. Es war mir nur klar, dass Zeichnungen da sind. Und da natürlich, wenn man da vor diesen Blättern steht, die eigentlich noch niemand so richtig gewürdigt hat, vielleicht eben der Archivar, der hat es gesehen, oder der Mitarbeiter in der Bank, also so interessante, privilegierte Funktionsstellen, die hatten Zugang, aber auch die Forschung nicht. Wir waren außen vor bis zu diesem Moment. Und das war Anfang 2020. Januar 2020 war ich da und kam von Jerusalem zurück, unmittelbar danach Lockdown und dann schön Zeit für das Buch. Wenn wir bei diesem Gänsehaut-Moment oder Indiana Jones-Moment, wo es strahlt so, vor allem nehme ich an, oder also mir geht es so manchmal in Archiven, dass ich, dann gibt es ein Element, was das Buch, was kein Buch, auch kein Film und keine PowerPoint vermitteln kann, das ist die Materialität des Papiers. Und was wir bei Ihnen im grafischen Kabinett natürlich ganz anders erleben können oder in Kabinetten oder in Museen. Und diese Art des Papiers gibt ja auch Informationen über die Wertigkeit des Künstlers selbst. Also ob das jetzt auf einer Tischdecke gezeichnet wurde oder auf härterem Papier. Was könnten Sie sagen dazu? Ist das klein und auf billigem Papier? Oder ist das klein, aber auf handgeschöpften irgendwas? Also Kafka ist nicht in den Laden gegangen, wo die Künstler Papier und Stifte und Pinsel und Farbe kaufen. Das hat er nie gemacht. Er hatte auf Unterlagen Träger ganz unterschiedlichster Art gezeichnet, meistens dort, wo er auch geschrieben hat. Das eine Heft, das er durchgezeichnet hat, hat keine Linien. Da könnte man vielleicht annehmen, das ist ein unliniertes Heft. Ich kann es ja vielleicht noch mal kurz zeigen. Also man sieht es hier. Einfach blanke Seite. Da kann man natürlich anfangen zu wirken. Kann man hier ein Experiment, dort etwas üben. Aber vielfach war es auch irgendein Blatt, das er vor sich hatte. Vorlesungsskripte, ich glaube, ich habe auch Beispiele dafür. Moment. Ja, hier sieht man es. Das sind diese Kritzeleien an den Rändern der Vorlesungsskripte. Dann gibt es, das habe ich jetzt hier nicht dabei, Buchkataloge, wo er angefangen hat, über die Bilder und Texte zu malen. Oder im Grunde hat er überall, was er gerade hatte, in den Händen irgendwas gezeichnet. Und er hat es nicht bewusst angestrebt. Jetzt habe ich Stifte und jetzt habe ich Blatt und ich gehe jetzt an einen in mein Atelier und fange an zu zeichnen, sondern hat am selben Schreibtisch, wo er auch andere Dinge gemacht hat, wo er auch geschrieben hat, hat er gemalt, gezeichnet. Könnte eigentlich auch den Schreibstift erklären, oder? Dass er den Bleistift wählt und die Tusche, weil er halt eben damit auch schreibt. Genau. Es geht und so wie aus demselben raus. Wenn wir uns das Heft mit dem suprematistischen leeren Quadrat in der Mitte nochmal angucken können... Klar. Es ist ja Malevich-reif mit diesem weißen Quadrat. Nicht schwarz, sondern weiß. Ja, also das Blatt an sich jetzt und auch, das ist auch eine der schönen Sachen im Buch, dass eben diese Blätter, wenn sie aus einem Brief kommen oder aus einem Blog oder was, dass die Schatten der Blätter nicht abgeschnitten sind, meistens wie sonst in Büchern, sondern dass man das Objekt fast ein bisschen mitspüren kann. Aber so ein Blatt jetzt, mit der Leerstelle ist wiederum ein Meta oder ein anderes Kunstwerk geworden. Könnte man sagen, die Erben von Brot müssen ein Urheberrecht auf diese Lücke und auf dieses Objekt, wie es geworden ist, jetzt erheben? Weil, ja. Oder ist das jetzt geschmacklos?
Ich glaube, der Fall ist beim Supreme Court in Israel gelandet und ich glaube nicht, dass man da nochmal irgendwelche Rechte einfordern kann. Aber also, ich meine, es war so, apropos Erben von Brot, er hatte ja keine Kinder. Und auch aus diesem Grund unter anderem hat er seine Sekretärin alles geschenkt, schon zu Lebzeiten, was er besessen hat. Und dann nochmals testamentarisch ihr alles vermacht, was er besessen hat. Ich meine, das so haben sie es dann auch verstanden. Also seine Sekretärin, die wurde über 100 Jahre alt und hat ihn über viele Jahrzehnte überlebt und hat eigentlich ihre Rechte, man kann sagen, doch relativ weit ausgeschöpft. Aber nochmals, die Hauptfrage war ja doch, entsteht da nicht was Neues durch das, was Max Brod tut mit den Zeichnungen, mit den Texten? Das ist nochmals mein Punkt. Das Brod ist der Impresario, Brod ist der Erfinder von Kafka und in diesem Sinne durchaus eben auch den Zeichner Kafka hat er mit erfunden und die Spur von Brod, sie bleibt hier unmissverständlich. Hier ist es sogar, also wenn man kriminalistisch wieder anfängt, weil der Tintenfleck geht über das Loch. Das heißt, eigentlich muss Brod seinen Tintenfleck nach dem Ausschneiden reingeworfen haben, als Unterschrift. Ja, wobei das scheint, glaube ich, nur so, das ist nicht derselbe, es sind zwei Flecken. Das sind zwei Flecken. Es ist der vordere und der hintere. Gut gemacht. Aber es sieht so aus. Oder ist das jetzt für die Zukunft der Kafka-Forschung, würden Sie als Spezialist sagen, die nächsten Schritte ist wirklich, den Ur-Kafka zu rekonstruieren oder so viel zu dekonstruieren, dass man am Ende, wie bei den alten griechischen Skulpturen, die man in dieser Zeit auch derestauriert hat, die hatten alle um 1900 Arme und Nasen etc. und da fangen alle antiken Museen an, die Nasen weg, weil die später entstanden sind und die Arme und am Ende hat man nur noch ein Torso und nur noch etwas, was möglicherweise viel toller ist. Ist das das Nächste? Also jetzt ist der Punkt gekommen, wo klar ist, Kafka ist das Frankenstein von, oder das ist eine Schöpfung eines Impresarios. Ist das die Richtung, in die es gehen wird, in die Forschung? Oder was interessiert Ihre Generation, aber auch die Jüngeren? Was wollen die wissen jetzt, wo man solche Schätze hat und wo sie jetzt publiziert sind und klar geworden ist, was passiert ist? Also, was die Zeichnungen betrifft, sind wir ja, ich sage zum Glück, an einem anderen Punkt, als was die Texte betrifft. Insofern zum Glück, als wir nur einen kleinen Ausschnitt von Max Brod impresariomäßig quasi vorgeführt bekommen haben. Der Großteil, den kannten wir nicht und den sehen wir jetzt quasi so quasi im Original. Was die Texte betrifft, klar, die Forschung zielt natürlich seit der kritischen Ausgabe, in den 80er Jahren ist sie entstanden im Fischer Verlag, und dann gibt's noch eine zweite historisch-kritische Ausgabe, jetzt im Wallstein Verlag. Diese Ausgaben, die wollen natürlich alle den originalen Kafka zeigen, nicht den von Brod zurecht drapierten, sondern den originalen. Und zwar mit dem Effekt, dass viele, wenn sie die kritische Ausgabe von Kafka in die Hand nehmen, die Texte von Kafka gar nicht mehr finden, von denen sie glauben, das sind die Texte von Kafka. Also man blättert da lange, um bestimmte Texte zu finden, denen Brod einen Titel gegeben hat und die er in gewissem Sinne angeordnet hat, die dann bekannt geworden sind unter dieser Brodschen Form. Die findet sich zum Beispiel in der kritischen Ausgabe im Fischer Verlag nicht so leicht. Also da muss man sehr genau hinschauen. Die Bände heißen dort Nachgelassene Schriften und Fragmente. Man findet dort keine schönen Titel mehr. Sondern man findet Bruchstücke. Man sieht quasi in Kafkas Schreibschublade hinein und bekommt alles serviert, was Kafka dort entwickelt hat, in seinen Heften, Oktavhefte, Quarthefte, wo er alles aufgezeichnet hat. Aber das ist nichts Fertiges. Brod hat diese Dinge wie hier aus dem Zeichnungsheft herausgenommen und Bände gemacht, wie zum Beispiel beim Bau der chinesischen Mauer. Das ist so eine Brodsche Erfindung und andere. Das ist sehr traumatisch. Also zum Beispiel habe ich Deutsch gelernt in Frankreich.
an der Schule. Und das erste richtige Buch, was man, vielleicht das zweite, das erste war die Schachnovelle von Zweig, das man durchgelesen hat, weil das ist schön dünn. Und dann kam eben Kafka. Und Kafka, das gehört für alle, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, zur Errungenschaft, dass man es so wie es ist verstanden hat und die Lehrer erklären einem dann, wie es funktioniert und dann denkt man, wow, ich habe es verstanden und das bewegt einen, wenn man 14, 16, was weiß ich, ist. Und jetzt erfahren wir, Schluss mit Kafka in der Schule, es ist nur noch... Nein, das ist vielleicht zu radikal. Also der Brodsche Kafka wird auch nicht verschwinden und er muss auch gar nicht verschwinden. Aber für die Forschung ist es sehr wichtig, dass es das Bewusstsein gibt. Es gibt eben auch den Kafka ohne Arme, ohne Beine. Ohne Nase. Nur noch ein Vieles Plan. Ist fragmentarisch. Die drei Romane, die Brod publiziert hat, sind alles Torsi, Fragmente. Keiner von denen ist fertig. Also das muss man einfach... ja. Dass Kafka eine Figur ist, die sich besonders gut dafür eignet, von allen gezogen und gezerrt zu werden. Also wenn man jetzt daran denkt, man hat diese Texte, die Brod relativ frei kombiniert hat, man hat die Zeichnungen, die er dekontextualisiert hat, man hat diesen Safe in der Schweiz, der eigentlich auch der Frau Hoffe gehört hat ursprünglich und plötzlich wird er auch von den israelischen oder von der Nationalbibliothek in Jerusalem derart zu einem jüdischen, fast schon Nationalhelden stilisiert, der er ja vorher nicht war. Also eignet er sich besonders dafür, so von allen zurechtgezurrt zu werden, weil er so ungefähr bleibt? Oder wie würden Sie das sagen? Das ist eine super spannende Frage. Also ich meine, es ist erstaunlich, wenn man im Rückblick sieht, an welchen Orten Kafka auch nicht nur vernachlässigt, sondern regelrecht zurückgewiesen wurde als dekadenter bürgerlicher Autor. Und das gilt insbesondere für den ganzen Ostblock und das heißt auch für die Tschechoslowakei. Kafka in Prag in der Tschechoslowakei nach seinem Tod war überhaupt kein wichtiger Autor, vielmehr sogar noch, er wurde ganz bewusst zurückgestellt und gegenüber anderen, vor allem natürlich dann tschechischen Schriftstellen. Nicht nur, dass er in deutscher Sprache hauptsächlich schrieb und dass er jüdisch war, spielte eine Rolle, sondern einfach, weil seine Texte waren nicht das, was der sozialistische Staat nach oder der sozialistische Realismus nach in den 50er, 60er Jahren wollte oder auch vorher schon. Das war schwierig, das Verhältnis zu Kafka allein in der Tschechoslowakei. Und in Israel war es anders. Da war Kafka schon akzeptiert und sogar, also ich meine, da gibt es Bezüge, die man dann herstellen kann. Zum Beispiel, dass er sich mit dem Zionismus beschäftigt hat, eine Zeit lang und auch Hebräisch gelernt hat. Das wurde dann unterschiedlich gewichtet. Neuerdings eben sehr, sehr stark. Aber man kann sagen, in der Nachkriegszeit zunächst aber war Kafka auch nicht besonders, ich sage, interessant für Israelis. Sie wollten auch neue hebräische Autoren und nicht jetzt diesen schwierigen Fall dieses deutschschreibenden Pragers, der ja passt nicht in die Zukunft des jungen Landes. Und man kann sagen, dass in den frühen Jahrzehnten des Staates Israel, also nach 1948, Kafka keine besonders große Rolle gespielt hat. Es gab zwar eine Übersetzung, in Prag gab es lange keine Übersetzung und dauerte recht lang, bis es eine richtig gute tschechische Übersetzung von Kafka gab. Aber die hebräische Übersetzung gab es relativ bald, auch mehrere. Kafka spielte eine Rolle, aber seine Manuskripte waren nicht wirklich im Blick der Öffentlichkeit selbst nach Brods Tod. 1968 war das nicht Priorität, dass diese Manuskripte nach Israel kommen müssen. So wie heute, wo ein riesiger Kampf ausgefochten wurde, damit diese Manuskripte im Land bleiben. Und woher rührt dieser Umschwung? Was würden Sie sagen? Ja, das ist eine echt interessante Frage. Aber ich denke, zum einen hat man in Israel ein neues Verhältnis entwickelt zu den ganzen deutschsprachigen Juden, die in den 50er, 60er, 70er Jahre einfach
Das waren die Jecken, mit denen wollte man sich nicht wirklich identifizieren. Das ist das alte Europa, das man hinter sich lassen wollte. Das ist nicht Teil dieser neuhebräischen Pionierkultur. Das war das alte Europa. Mhm. Also aus anderen Gründen, als in sozialistischen Staaten, wurde Kafka auch in Israel nicht wirklich ein wichtiger Autor. Da gab es ganz andere wie Bialik oder Brenner und alle Tschernichowski. Das waren die wichtigen neuhebräischen Autoren, die zeigten eine hebräische Kultur in der Zukunft. Und das hat sich schon gewandelt. Also das Bewusstsein, dass diese deutsch-jüdische Zeit in Europa zentral auch für die jüdische Geschichte und Literatur ist, das ist ein etwas jüngeres Phänomen. Also es war, ich will nicht sagen, dass es abwesend war, aber im Staat Israel ist es jetzt sehr viel bewusster. Und deshalb dieser keine mittelscheuende Aufwand, diese Manuskripte eben bis zum, also sich vorstellen, der Supreme Court in Israel beschäftigt sich mit diesem Fall. Es geht bis zum höchsten Gericht. Sie haben ja am Anfang auch davon gesprochen, dass es interessant ist, im Unterschied zu kolonialer Kunst, dass eigentlich die Kafka-Zeichnungen so lange gar nicht zu sehen waren. In der letzten Tagung von letzten Montag haben Sie auch gesagt, ein restituiertes Objekt wird auch so wie angereichert durch Wissen, aber auch Nichtwissen und wird dadurch zu etwas wie anderem. Könnte man dann sagen, dass etwas, das gar nie zu sehen war, genauso geprägt ist von diesem Wissen und Nichtwissen? Und inwieweit würden Sie es dann vergleichen wollen mit kolonialer Kunst? Ich würde das gar nicht vergleichen. Es passt nur zeitlich so wunderbar, weil genau in der Zeit, wo Kafka am Schreibtisch sitzt und plötzlich oder in der Vorlesung was zeichnet, kommen kistenweise auch nach Prag. Es gab einen großen Sammler in Prag, der heißt Emil Horlup. Und er hat die ganze Zeit, dieser Emil, versucht, seine Sammlungen in Prag zu verkaufen. Die kamen dann irgendwie nach Wien eher. Also das ist die Zeit, wo kistenweise Kunst aus den unter anderem afrikanischen Kolonien kommt. Aber ich glaube nicht, dass man es vergleichen kann. Das ist nur das ist interessant, diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, weil wir nicht gewohnt sind, die Sachen zusammen in einem zu denken. Deshalb weiß ich nicht, aber die Frage des Unwissens, also wann kommt Wissen, durch wen und was passiert mit den Sachen selbst, ob sie gut oder schlecht publiziert sind. Eine schlechte Publikation kann solche Schätze auch wieder begraben. Also, und all diese Fragen haben mit unserer Verantwortung als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu tun auch. Und das finde ich immer bei jedem Objekt, ob aus kolonialzeitlichen Kontexten oder nicht, die Frage des, wie lange hat dieses Objekt in seinem Originalleben das Licht gesehen? Wie lange hat es kein Licht gesehen? Und seit wann sieht es wieder Licht? Und ich nehme immer gern das Beispiel von Nofretete, weil sie ist, die Büste ist gemacht worden, minus 1400, so von einem Bildhauer. Dann war aber diese Art von Kunst aus Amarna verpönt, also ist das weggemacht worden, die ganze Werkstatt von diesem Künstler in Sand. Dann war es 2000 Jahre im Sand, noch mehr, bis 1912. Dann erblickt diese Büste und einige andere die Sonne und kommt aber direkt vom Sand nach Berlin auf die Museumsinsel, wo die ganzen Tango-Tänzer, Drogenabhängige, Transvestiten, also diese Zeit um 1912 in Berlin. Und das macht etwas mit dieser Büste. Und am Ende denkt man, ah, okay, sie hat wahrscheinlich 5 Jahre gelebt. Dann war sie 2000 Jahre und mehr im Sand. Und jetzt ist sie seit 100 Jahren in Berlin. Genau. Und bei den Zeichnungen ist das wahrscheinlich genauso. Sie waren 10 Jahre bei Kafka im Papierkorb. Dann ganz lange im Koffer von Max Brod, dann in diesen Safe. Jetzt kommen sie wieder, sind sichtbar und es passieren wunderbare Sachen wie diese Publikation. Und das ist auch, das ist der Anfang von einer neuen Zukunft für sie. Es eröffnet viele Sachen und das wäre vielleicht meine, vielleicht letzte Frage an Sie, nämlich, Sie haben vorhin sehr selbstsicher gesagt, ja, bei den Zeichnungen sind wir auf der guten Seite, weil wir haben alles. Und wir kennen alles und es passiert jetzt nichts mehr. Aber denken Sie nicht manchmal nachts, vielleicht gibt es irgendwann doch ein Konvolut irgendwo, was schlummert
Und ich weiß nicht, in Australien oder wo die Diasporas hingegangen sind und oder in Neuseeland oder in Südafrika. Nee, ist unwahrscheinlich. Also nein, natürlich ist es das, was wir die ganze Zeit denken. Ich sage mal, wir Philologen, die im Archiv rumwühlen und mit Archiven arbeiten, man weiß auch, dass selbst in Archiven Dinge versteckt sein können. Nicht richtig abgelegt, das reicht schon. Mhm. Verlegt. Das der kann Albtraum der, ja, ja, der Sammlungsleiterin. Ja, ich glaube, in der grafischen Sammlung, da ist die Ordnung, glaube ich, sieht gut aus. Aber, ja, und wie? Ich kann in Klammer anfügen, im Thomas-Mann-Archiv waren auch schon Dinge verlegt, die dann aufgetaucht sind, zum Glück wieder. Und die man dann vergisst, dadurch, dass sie verlegt sind. Mhm. Also selbst das Archiv kann so eine, kann so eine dunkle Region haben, also Darknet des Archivs. Nach dem Krypto. Genau, das Kryptische. Nein, natürlich ist es mit Sicherheit so, dass, also ich stelle mir vor, wenn man quasi den vollen Röntgenblick hätte auf das, was so rumliegt, es liegen sicher noch ein paar Dinge rum. Ich vermute nicht in Südafrika, aber es gibt von Kafka doch einige Dinge, die eben gerade durch die Geschichte Tschechoslowakei dann eher Richtung Osten, also Richtung Moskau gelangt sind. Dafür hat man auch vermutet, dass bestimmte verlorene Teile eben aus der letzten Beziehung mit Dora Diamant in die Richtung gegangen sind und hat dann angefangen auch zu suchen, aber man wurde nicht fündig. Mhm. Das sind jetzt nicht Zeichnungen, sondern andere Textteile. Mhm. Also es gibt sicher einiges, das durch diese historischen Zusammenhänge dann einfach auch verloren gegangen ist. Mhm. Nicht nur durch die privaten Zusammenhänge, das Wegwerfen oder so. Mhm. Klar, träumen immer nach verborgenen Schätze. Das bei dir wahrscheinlich dasselbe, oder? Oder hast du keine solche? Ja, und bei Kollegen gibt es auch Fälscher, die tun ein paar falsche Sachen in die Sammlungen und dann freut man sich zu Unrecht. Das kann gefährlich werden. Ja, ja, klar, das ist das Spiel. Das ist das Spielerische an dieser Art von Arbeit. Das ein ernstes Spiel aber und auch eine Verantwortung. Und, ja, und deswegen lieben wir auch die Sammlungen. Mhm. Es heißt manchmal, wer für Restitution ist, mag keine Museen oder hasst die. Das ist genau das Gegenteil, weil sie sind unsere kollektive Saves und die gehören uns allen und das ist natürlich für alle, für auch die kommenden Generationen. Und ich glaube, die Archive stehen eben nicht alleine und sie sind nicht die absoluten Hüter einer Tradition oder einer Überlieferung von Kunst- oder Literaturbeständen, sondern sie haben die Flanken zum Beispiel oder Partnerschaften, nicht nur Privatsammlungen, sondern eben auch Banksafes. Mhm. Also man müsste, ich finde die Rolle der Banksafes in diesem Fall natürlich besonders interessant, aber wahrscheinlich gibt es da noch anderes. Und was wir ja gehört haben auf unserer Diskussion vor einer Woche, Zollfreilager. Ja, ein sehr schweizerisches Forschungsthema. Haben wir in Berlin nicht? Zollfreilager in Deutschland? Weiß ich nicht, aber... Also für die Schweiz, für den Schweizer Kunstmarkt ist das offensichtlich das Darknet, wo sich viel tummelt. Ja gut, ich glaube, wir brechen beim Darknet ab. Ich möchte Ihnen beiden ganz herzlich für die Diskussion danken. Ich möchte auch nochmal auf dieses wirklich grundlegende Buch hinweisen. Und ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass das wie auch nicht ein Abschluss, sondern eine Initiation für weitere Forschungsvorhaben sind. Mhm. Denn gerade so Fragen in Bezug auf die Materialität, auf was für Schreibstifte hat er verwendet, wie ist das zu sehen, das Dekontextualisierte zum Gesamten? Ich glaube, da liegt noch viel brach. Und Sie haben hier einen ersten sehr wertvollen und wichtigen Schritt getan, der hoffentlich seine Fortsetzung finden wird. Ich würde mich sehr freuen, man würde die Dinge mal im Original in einer Ausstellung sehen können, aber das ist ja... In der ETH Zürich. Ist es mit der grafischen Sammlung? Ja, ich bin offen. Gut. Also ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie trotz den hohen Temperaturen hier bei uns geblieben sind. Wir haben gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, mit Ihnen noch ein Aperitif zu trinken, dass wenn Sie Fragen an uns haben, das ganz bilateral und ungezwungen machen können, statt hier in dieser großen Runde. Vielen Dank fürs Kommen und auf bald. Ihnen auch großen Dank.